Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 2. Mai. Heute dabei Apple, WhatsApp, Windows Phone, Google, Facebook, Netflix und Fitbit. Beginnen tun wir mit Apple. Denn da scheinen sich die Gerüchte jetzt wirklich zu verdichten und valide Gerüchte. Apple, ja, bringt einen Konkurrenten zum Amazon Echo heraus auf Basis von Siri. Und das soll wohl zur WWDC im Juni stattfinden. Das Gerät soll eher hochpreisig sein und eventuell einem kleinen, also sehr, sehr, sehr kleinen Mac Pro, ausschauen wie ein Mac Pro eben. Und eher hochpreisig sein, also kein direkter Konkurrent, wenn man ihn beispielsweise mit einem Echo Dot vergleicht. Und ganz ehrlich, ich frage mich A, warum sind die so spät dabei? Und B, warum bauen die das nicht gleich einfach in so ein Apple TV ein, was auch eh schon in vielen Räumen steht? Oder in vielen Wohnzimmern besser gesagt. Also, keine Ahnung. Aber apropos Apple und Einbauen. Apple hat auch die ersten Testwagen jetzt losgeschickt. Und zwar Testwagen in Sachen autonomes Fahren, also selbstfahrende Autos. Da wurde jetzt ein Lexus gesichtet mit entsprechenden Gerätschaften drumherum angebaut, der den Apple Campus verlassen hat. Und ja, wir wissen ja schon länger, die arbeiten an dem Auto, die testen. Gerüchteweise nennt es jetzt auch KOS. Und wollen eigentlich wohl nur die Software beisteuern und gar nicht mal das Auto selber bauen. Also von daher, das bleibt eh auf jeden Fall spannend. Ist generell ein spannendes Thema und wie Apple sich da positionieren möchte. Wechseln wir zu WhatsApp. Da gibt es für Android derzeit eine Beta und die hat eine ganz tolle Funktion. Das ist die Funktion, dass man Chats oben anpinnen kann. Das finde ich prinzipiell ganz gut. Also die Chats, die einem wichtig sind, wo man halt viel am Austauschen ist, die pinnt man oben fest und es wird nicht mehr so hoch und runter die letzte Nachricht definiert, wer oben ist. Ich würde es mir sogar vielleicht noch ein bisschen anders vorstellen, als wie ich es beim Kashi drüben im Blog gesehen habe. Ich hätte gerne, wie oft bei den Stories oben, einfach nur die kleinen runden Avatare. Zack, 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 zack. Also 5 Chats angepinnt und gut ist. Ja, gut ist es, glaube ich, auch mittlerweile mit Microsoft und Windows Phones, denn die verkaufen keine mehr. Windows Phone steuert jetzt irgendwie 5 Millionen im Jahr noch bei, bei 26,6 Milliarden ist das eigentlich praktisch nichts mehr. Und das letzte Windows 10 Creator Update, das wird auch von kaum einem Smartphone unterstützt. Seit einem Jahr gibt es wohl keine Updates mehr für Lumia. Ich bin jetzt nicht mehr so firm in Microsoft Windows Phone, aber anscheinend lassen die das jetzt wirklich zugrunde gehen. Da frage ich mich immer, kann man da nicht einen klaren Schnitt machen? Auch gerade, weil sie ja auch oft nochmal in Richtung Geschäftskunden gegangen sind, die da eventuell investiert haben. Naja, schauen wir mal, was dabei überbleibt. Ja, wo ein bisschen was übergeblieben ist, ist bei einer betrügerischen Rechnung, oder nicht nur einer, sondern bei diversen, da sind um die 100 Millionen zusammengekommen, wo sich ein schlauer Fuchs bei Google und Facebook bedient hat. Ja, ganz witzige Story eigentlich. Da hat jemand an Facebook und an Google Rechnungen für Server geschickt, hat seine Firma ähnlich wie ein Zulieferer benannt, also der Name ist relativ ähnlich, und hat einfach munter Rechnungen geschickt und wurde wohl einfach zu gierig und dann ist es nämlich aufgefallen. Vorher haben Google und Facebook einfach die Rechnungen bezahlt, was mich auch prinzipiell schon wieder wundert. Ja, jedenfalls stehen die jetzt doof da. Der Kollege steht auch doof da, weil er ja aufgeflogen ist. Aber wenn man denkt, man hat alles erlebt, dann kommt noch sowas dabei rum. Wenn wir aber schon bei kriminellen Tätigkeiten sind, können wir gleich zu Netflix gehen. Netflix wurde nämlich jetzt erpresst. Also da hat jemand die neue Staffel Orange is the New Black abgegriffen und hat Netflix einfach erpresst und hat gesagt, okay, gib mir Kohle und dann veröffentliche ich die Folgen nicht. Und ja, Netflix hat gesagt anscheinend nö. Und der Kollege hat das dann auf den entsprechenden Piraterie-Plattformen wie
ja, irgendwelche Torrentseiten und so veröffentlicht und da kann man sich jetzt die neue Folge runterladen. Angeblich haben die auch noch anderes unveröffentlichtes Material von National Geographic, Fox, ABC und IFC und gucken, ob es mit denen jetzt besser läuft und sie von denen Geld kriegen. Ich bin der Meinung, also Netflix, wenn das Ding fertig ist, dann können die auch sagen, okay, veröffentlicht doch, wird eh geraubt kopiert und wir veröffentlichen auch einfach bei uns und gut ist. Also ich bin da schon eher auf Netflix-Seite. Das macht keinen großen Sinn. Der Leak, oder was heißt der Leak, oder wo die Raubkopie entstanden ist, das ist wohl bei einem Produzenten gewesen. Und da ist eher interessant, wie man das vielleicht angehen möchte in Zukunft. Und wenn wir bei Netflix sind, die haben mit Certain Reasons Why eine Serie im Angebot, die wohl ja, ein paar verschiedenste schwierige Themen anspricht, wie Selbstmord, Bullying, wie heißt Bullying in Deutschland, das weiß ich gar nicht, also wenn halt Kinder, Teenager in der Schule und im Umfeld einfach irgendwie Druck bekommen und ich komme nicht aufs Wort gerade. Ja, jedenfalls, es sind wohl schwierige Themen, harter Tobak in der Serie und diverse Folgen hatten auch schon einen Warnhinweis. Ja, und der Warnhinweis war halt nur bei ein paar Folgen und mittlerweile ist Netflix zurückgerudert und gibt für die komplette Serie einen Warnhinweis raus. Finde ich im Prinzip echt eine gute Sache. Sie haben dazu auch noch eine Internetseite eingerichtet, wo es weitere Informationen gibt zu diesen Themen, die in der Serie vorkommen. Und ja, nicht kann man machen, muss man machen, finde ich. Also gute Sache. Die haben reagiert. Kann man nichts Schlechtes sagen. Also Netflix, die sind schon gut dabei. Ja, nicht gut dabei ist Fitbit. Die haben immer wieder mal ein paar Probleme und jetzt haben sie Probleme mit dem Leak. Ich mache ja ungern jetzt eigentlich hier großartig Leaks im Geek Talk Daily, aber mein Gott, wenn es mein Thema ist wie eine Smartwatch, dann muss ich aber auch nochmal drüber reden. Fitbit ist eh nicht mein bester Freund, aber gut. So, ja, bei denen ist nämlich jetzt die nächste Smartwatch geleakt worden und nicht nur die, sondern auch die Bluetooth-Kopfhörer. Das ist wohl der Nachfolger zu der Smartwatch Blaze, die die haben. Benutzt ein eigenes OS, also kein Android Wear. Sieht so ein bisschen retro aus. Und ja, die Wireless-Kopfhörer, die erinnern so ein bisschen eher an die Beats X, finde ich so auf den ersten Blick. Sind jetzt nicht hier die Apple EarPods. Und ja, da könnt ihr euch in den Shownotes einen Link angucken. Da sind ein paar Fotos, die da geleakt sind. Und der Preis für die Smartwatch soll dann wohl hinterher bei $300 sein, der für die kabellosen Kopfhörer bei 150. Das nur nochmal fürs Protokoll, weil ja immer gesagt wurde, ui, Apple ist so teuer. Ja, ich meine, 150 muss man eh schon auf die Theke legen für halbwegs vernünftige kabellose Kopfhörer. Und damit lasse ich es auch gut sein für heute. War eine bisschen längere Folge, ich habe ein bisschen mehr geredet, wir haben ein paar mehr Themen gehabt, aber gestern war der 1. Mai, da gab es keine. Von daher, morgen wieder ganz normal, ich hoffe, ihr hört zu, freue mich auf euch, kommt gut in den Tag, bis dann. Hört mehr Geek Talk.